Houston hat gerade mitgeteilt, Sie haben Go für den Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das bedeutet? Wir haben den Mondspaziergang. Hm? Den Mondspaziergang? Wieso gerade wir? Es ist das größte Radioteleskop der südlichen Hemisphäre. Was macht es dann mitten auf einer Schafskoppel? Die Amerikaner haben $1 Milliarden ausgegeben, damit wir sehen, wie ein Mensch auf dem Mondraum spaziert. Und dann kriegen Sie diesen Job. Wie fühlen Sie sich dabei? Bevor Sie Ihre Klappe aufgerissen haben, viel besser. In wenigen Tagen werden wir Fernsehbilder von der Mondoberfläche sehen. Die sind nicht maßstabsgetreu. Was glaubt ihr, wie die da oben pinkeln? Und von der NASA, Al Burnett. Sie behandeln uns wie eine Herde Wombats. Das ist der Beuteltier. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was hier versucht wird? Das ist die Chance der Wissenschaft, etwas zu wagen. Die Daten sind komplett gelöscht. Damit ich das richtig verstehe. Die wichtigste Empfangsstation der südlichen Hemisphäre hat keine Ahnung, wo Apollo 11 ist. Doch, die sind auf dem Weg zum Mond. Warum sagen Sie der NASA nicht die Wahrheit? Dass wir Apollo 11 verloren haben? Damit würde ich nicht anfangen. Wie läuft's da draußen? Oh, gut. Außer, dass wir Apollo 11 verloren haben. Ja, außer der Sache. Ich habe mich gegenüber der NASA verpflichtet und das will ich einhalten. Fangen Sie jetzt ein Fernsehbild, Houston.